Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 40 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy und Derketus. Und auf unserem Weg zum Schrein von Perite sind wir hier auf das Staubmannsgrab gestoßen und das werden wir jetzt betreten und erforschen. Und ich hoffe, dass wir dort einen weiteren, ja, eine weitere Runenschrift entdecken werden. Wobei es uns im Moment ja eher an Drachenseelen fehlt. Aber dass wir einen Drachen hier in diesem Grab entdecken, halte ich für eher unwahrscheinlich. Skelette. Nice. Also doch keine Skelette, sondern wieder diese Drogs, keine Ahnung. Wie auch immer sie heißen mögen. Könnte aber natürlich auch tatsächlich ein Anzeichen dafür sein, dass wir hier wirklich wirklich wieder eine Runeninschrift finden könnten. Das hier Merkwürdiges? Na gut, alles eher irrelevant. Außer vielleicht die Truhe. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Sehr schön. Aha, ja. Zweihändig verbessert. Ja, schön. Ich nehme es mit, können wir verkaufen, gegebenenfalls. Was ich wahrscheinlich erstmal vergessen werde. Oh nein. Ich wollte keinen Pfeil abschießen. Ich bin tatsächlich mit dem Mausbutton meiner ergonomischen Maus gegen die Schreibtischkante geraten. Also ich stehe aber jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wie es hier weitergehen soll. Also klar, das hier sieht nach einem Durchgang aus, aber kriegen wir den... Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Kriegen wir den geöffnet und wenn ja, dann wie? Nee, damit wohl nicht. Also es gibt ja sonst keinen Durchgang, ne? Das ist richtig, oder? Ja, würde ich mal so sagen. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass unser Eisenstreitkolben hier irgendwas bewirkt, oder? Tat sich da noch was? Okay, also auf jeden Fall konnten wir gerade schon mal durch das Objekt schauen. Haben wir jetzt hier eine Falle ausgelöst? Ey, hier sind doch... Es waren doch schon jetzt irgendwelche Fallengeräusche, oder? Sieht auf jeden Fall alles arg einsturzgefährdet hier aus. Warte mal, hier bestimmt, oder? Wir können nichts machen mit dem Pfahl. Ich sehe auch nirgendwo einen Hebel oder so. Vielleicht muss ich auch nur besser suchen. Ich treffe hier die Wand auch überhaupt nicht, wenn ich die
angreifen möchte. Also das erscheint mir gerade alles etwas absurd. Das sind diese Dinger, die ich hier verschiebe. Die machen den Sound. Alles klar. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Also ich habe ja das Gefühl, dass mir hier etwas entgeht, wenn ich jetzt einfach wieder rausgehe. Ah, eine Spitzhacke. Das könnte wohl hilfreich sein. Das könnte wohl tatsächlich hilfreich sein. Das probieren wir jetzt aus. Spitzhacke. Ich würde es auch hier einfach mal probieren. Interessante Schlagtechnik auf jeden Fall. Also, bringt jetzt nicht unbedingt das, was ich mir davon erhofft hatte. Nö, also Leute, ich stehe eher auf dem Schlauch, muss ich sagen. Stehe eher auf dem Schlauch. Nö. Nö, nö und nochmal nö. Ich erkenne im Moment nicht, wie wir hier weiterkommen könnten. Also abgesehen davon, dass man hier manchmal so leichte Bugs hat und durch die Objekte sehen kann. Habe ich nicht das Gefühl, dass hier irgendetwas was bringt. Manchmal klingt es so, als würde gleich alles zusammenbrechen hier. In der Ruhe liegt die Kraft. Da oben ist irgendwie noch was. Ah, da kommen wir ja auch nicht rauf, also. Einen Hebel sehe ich nicht. Nee, da geht's auch gar nicht rauf. Hä? Das ist alles ganz strange hier. Okay. Der Truhe war ja auch nichts mehr. Nee, steht ja schon leer. Na gut, Derketus, hast du noch eine Idee? Unseres ist zu folgen. Mögen die Hist uns leiten. Das Feuer kann uns auch nichts bringen. Ich gehe erstmal wieder hier heraus, würde ich sagen. Schade. Ach. Sehr schade. Lässt sich aber nicht ändern. Hier draußen ist auch kein Hebel oder irgendwas.
Hängemoos, damit werden wir es auch nicht schaffen. Okay. So. Dann, treues Pferd, bist du noch da? Gaul. Der wird ja wohl hoffentlich noch irgendwo hier sein. Oh nein. Oh nein. Nicht die Spitzhacke. Den möchte ich. Kommen die jetzt zu uns rauf, oder? Skelettis. Aber wo sind die denn jetzt? Ich kann nicht sprinten, wo ich den Bogen jetzt bereit habe. Oh mein Gott. So, da ist der Säbelzahntiger. Ich steck den Pfeil mal wieder ein. So. Aha, jetzt sind sie plötzlich da. Okay. 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 Direkt noch ein Ort. Aber ich bin ja eigentlich gar nicht zum Orte erforschen hier. Ich möchte... da ist das Pferd. Sehr gut. Ich möchte doch zum Schrein der Periite. Also ab aufs Pferd. Wir können ja nochmal bei der Rast vorbeireiten. Ich weiß halt nicht, ob man da jetzt auch noch irgendwie eindringen konnte. Ich hatte ja erst ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht das Grab und hier der Ort zusammengehören. Das wäre ja auch naheliegend. Ach, hier ist ein Friedhof davor. Interessant. Oh, und eine Schatztruhe. Oh, und noch ein Skelett. Uiuiui, der kann zaubern. Okay, hat nicht gereicht. Ohne Meistertruhe, ich weiß gar nicht, ob ich die aufkriegen kann. Nee, ich glaube, das geht noch nicht. Sieht jetzt eher nicht so danach aus. Nee. Ich glaube, das kann ich knicken. Er hat auch keinen Schlüssel dafür. Schade. Schade, schade, schade. Ja, sieht auch nicht so aus, als würde man sonst hier noch irgendwas finden. Ja gut, okay, doch. Ich gucke jetzt nochmal gerade da oben. Vielleicht gibt es da noch einen Zugang zu diesem Ort. Wäre halt einfach nett, wenn wir zum Beispiel noch einen Schlüssel finden würden. Aber es sieht mir schon fast nicht danach aus. Nee. Nee, nicht wirklich. Na gut, dann müssen wir den Ort Ort sein lassen. Und akzeptieren, dass wir die Truhe im Moment nicht aufkriegen. Es gab auch noch irgendwo eine Meistertruhe, die ich noch nicht öffnen konnte. Habe ich aber mittlerweile schon wieder vergessen, wo die war.
dann geht es also weiter. Einen richtigen Pfad haben wir jetzt hier eigentlich gar nicht. Da unten vielleicht? Ist auf jeden Fall mal wieder atemberaubend schön hier. Nun gut, ja, das war ja bisher dann nur halbwegs erfolgreich, unsere Reise. Ha. Oh, die Kamera, die macht mich hier ein bisschen fertig, ganz ehrlich. Was sind denn das für Schüsse, die ich hier abgebe? Ich habe jetzt nicht den Derketus getötet, oder? Okay, funktioniert so überhaupt nicht. Ah ne, er steht wieder. So, absteigen. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Blödes Viech, ey. Na gut, der Pfeil scheint weg zu sein. Echt unglaublich. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen Sinn macht, wie wir hier... Okay, der scheint jetzt erstmal nicht böse zu sein. Ob man mit dem irgendwie Kontakt aufnehmen kann? Ah, ja. Kann man, indem er einen angreift. Wo ist er? Wo ist er? Ist er schon hinüber? Nee. Also ich sehe ihn nicht mehr. Also wenn der zwei Wölfe erledigt hat, war das eigentlich ein guter Hund, aber... Nützt ja trotzdem nichts. Wenn er uns angreift, hat er sich mit dem Falschen angelegt. Die Musik ist auch gerade... Ah! Mal wieder absolut fantastisch. Hätte ich zwischendurch auch mal auf die Karte schauen sollen. Aber die Flussüberquerung hier war ja doch relativ easy. Was um alles in der Welt ist da hinten los? Und warum sind hier schon wieder 100.000 Wölfe und da hinten Mammut und Riesen? Oh mein Gott. Wo laufen die hin? Mit meinem Gefährten legt ihr euch nicht an. Mann, Mann, Mann. Sehr aggressiv, die Wölfe hier in diesen Teilen der Welt. Pferd?
Nee, hör mal. Das Pferd steht jetzt nicht wirklich da hinten, oder? Oh nein, das kämpft mit den Mammuts. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Steht das jetzt wieder auf? Oder ist das jetzt hinüber? Also ich warte jetzt noch, ob es wieder aufsteht. Ah, da oben das Feuer, das ist das Lager der Riesen. Ja, aber Pferd scheint hinüber zu sein. Ey, das ist doch ein Trauerspiel. Das ist doch echt ein Trauerspiel. Auf die Karte schauen, wie weit ist es denn noch? Ah, nein, ich lerne es nicht. So. Ja, immer noch ein ganzes Stück. Aber was soll das jetzt mit dem Pferd? Ich speichere jetzt mal ab und dann laufe ich mal zu dem Pferd rüber. Mal gucken. Gucken, ob wir hier noch irgendwas tun können. Ja, schön. Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Ach, jetzt kämpft der Derketus mit dem... was? Ich verspüre seltsamen Durst, während die Sonne untergeht. Nein. 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 Oh mein Gott. Okay. Hier geht gerade alles den Bach runter, habe ich das Gefühl. Was um alles in der Welt ist hier los? Was geht hier gerade ab? Das ist unglaublich. Mein Gott, gut, dass ich gerade gespeichert habe. So, ich rekapituliere jetzt mal gerade die letzten Ereignisse. Wir steigen von unserem Pferd ab, um gegen Wölfe zu kämpfen, die direkt neben uns sind. Unser Pferd läuft, anstatt mit den Wölfen zu kämpfen, zum einen Kilometer entfernten Mammut, um dort zu sterben. Kurz darauf entdecken wir, dass unsere Krankheit offensichtlich Vampirismus ist. Und dann bekommen wir es mit drei Statthaltern der Talmor zu tun, wo ich überhaupt nicht weiß, warum die irgendeinen Groll gegen uns hegen. Was ist hier los? Was um alles in der Welt ist hier los? Talmor scheint jetzt nicht mehr da zu sein, dafür ein Säbelzahntiger. Okay, also bedrohlich ist der immer noch. Aber nicht mehr so sehr wie früher. Auge, nee. So, also keine Talmor mehr. Dafür der. Vielleicht war das jetzt auch... Obwohl, hier wird immer noch ein Gegner angezeigt. Noch ein Säbelzahntiger.
Das müsste es aber doch jetzt hoffentlich gewesen sein. Ich wollte hier oben weitergehen. Dort hinten auf dem... Ah ne, das sind doch Bäume. Ich dachte eigentlich erst, ich hätte da eine Festung gesehen. Was scheinen mir doch Bäume zu sein. Ja, Pferd. Also finde ich extrem traurig und irgendwie erschien mir das jetzt auch hochgradig unnötig. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Eieiei. Sehr schöner Ort hier mal wieder. Ist halt die Frage, bleiben wir jetzt, laufen wir weiter hier oben rum? Also ich denke, wir müssen sozusagen eh noch das Gebirge wechseln. Also auf jeden Fall nochmal durchs Tal. Schau mir das nochmal auf der Karte an. Ja, obwohl das Tal dürfte ja das... Ah ne, das sind Wolken. Rorikstadt? Was ist denn Rorikstadt nochmal? Da habe ich auf jeden Fall auch schon mal von gehört. Ah, wie auch immer. Nein. Was ist hier los? Säbelzahntigerhausen. Das Wetter passt zu den aktuellen Geschehnissen. Noch zwei von der Sorte. Ich habe drei davon getrunken. Ey, ich fasse es nicht. Das war natürlich auch nicht beabsichtigt. Ich glaube, ich habe irgendwie die... Direkt mal noch ein. Der Ketus müsste ja theoretisch zurückkommen. Oder der Ketus. Oh mein Gott. Es läuft jetzt gerade mal alles eher so mittelmäßig. Vor allen Dingen auch ein gewaltiger Fehler, dass ich die ganzen Heiltränke jetzt zu mir genommen habe. Also der Ketus bleibt erstmal verschwunden irgendwie. Ich bin mir diesmal aber ziemlich sicher, dass ich ihn nicht erledigt habe. Also jede Menge Orte hier noch auf dem Weg, aber... Ich interessiere mich jetzt eher für die Krankheit als für immer mehr Orte. Aber
wenn uns unser Begleiter jetzt auch noch abhanden gekommen ist. Also es scheint mir so. Oder ich habe halt mit diesem einen Schuss, den ich halt durch die Bäume abgegeben habe, vielleicht habe ich mit diesem Schuss genau ihn getroffen und es war genau der tödliche Treffer. Das kann natürlich sein. Wäre natürlich nicht beabsichtigt gewesen, aber... würde mich jetzt aktuell auf jeden Fall nicht wundern. Nee, der taucht nicht mehr auf. Oh mein Gott. Pferd verloren, Begleiter verloren, von der Vampirkrankheit heimgesucht. Sagen wir mal, unglücklich. Alles etwas unglücklich. Dafür sind wir jetzt bei den gespaltenen Türmen angekommen. Die von der anderen Seite verriegelt sind. Hier kommen wir auch eigentlich nicht wirklich gut hoch. Da ist auch noch irgendwas Interessantes. Sah jetzt eher nach einem rituellen oder okkulten Ort oder so aus. Ah, oh. Oh, der Ketus. Boah, du hast mich jetzt erschrocken. Cool. Okay, das ist wiederum ein wenig Wiedergutmachung, Entschädigung. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall gut, dass er wieder da ist. So. Das Ganze sieht hier eigentlich relativ verlassen aus. Zaubertrank der Heilung ist sehr gut. Da haben wir ja immerhin 4 von verbraten mittlerweile. Weniger interessant. Gehen wir noch ganz rauf. Bleibt dabei, wirkt alles sehr verlassen. Ob man da irgendwie kurbeln kann? Bong, Rongs, der Ketus platt, der Ketus. So, der Ketus, der Ketus, der Ketus, ich weiß es nicht, werde ich auch nicht lernen. Trollschädel, interessant, den nehmen wir mal mit. Ich meine, der Name wurde natürlich auch schon mal erwähnt, ne? Wir haben ihn ja schließlich durch eine Quest gefunden. Unseren treuen Begleiter. Oh, hier wollte ich gar nicht runter.
Hier könnten wir noch gucken. Nö. Oh, Experte. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt irgendwie eine Chance haben. Ich glaube nicht. Doch. Wow. Krass. War hier nicht gerade was? Ach so. Ah. Ja, hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir das hinkriegen. Sehr erfreulich. Ist da jemand? Ein Abgeschworener. Toll. Natürlich ein Feind. Noch einer? Ja. Was ist denn ein Abgeschworener? Zorn des Roten Adlers. Der ist leider gar nicht so toll. Ha, Schlüssel zum Rotadlerturm. Ach so, nee, Moment. Rotadlerturm muss aber noch was anderes sein. Hm, die ist was wert. Das ist auch was wert. Eine Menge magische Waffen hat der. Das Ritual des Roten Adlers. Wenn ihr die Klinge in menschliches Blut getaucht habt, bietet sie zusammen mit eurer Opfergabe am Rebellengrab dar und sprecht dazu die folgenden Worte. Fürst Roter Adler, Altehrwürdiger, Erster und Höchster unter den Bürgern von Reach, Reach, Keach, könnte auch ein K sein, ne? Keach, glaube ich. Hört den Ruf eures Volkes. Immer noch kämpfen wir um unsere Freiheit. Immer noch sind unsere Klingen dunkel vor Blut. Richtet euren Blick auf uns und gebt uns von Neuem euren Segen. Erneuere den alten Pakt. Wenn unser Land endlich frei ist, werden wir zurückkehren. Euer Schwert des Sieges in der Hand. Dann erhebt euch, großer Fürst, aus eurem geehrten Grab. Erhebt von Neuem Anspruch auf euren gestohlenen Thron. Herrscht über uns, hoher Herr von Keach. Und für immer und ewig. Ja. Schönes Buch. Nehmen wir mal mit, damit es nicht in falsche Hände fällt. Denn das hörte sich jetzt nicht ganz so nett an, was die hier vorhaben, ehrlich gesagt. Fein. Ich nehme auch das mal mit. Ist ja jetzt irgendwie nicht ganz so uninteressant mit dem Roten Adler. Elfenstiefel. Sind die besser als unsere jetzigen? Obwohl, ich glaube, wir haben magische, oder? Nee. 8-2-15. 10-1. Achso, ja, Wert ist ja eigentlich egal. Schön. Schlafen wollte ich hier jetzt nicht unbedingt. Okay. Hier unten scheint aber niemand mehr zu sein. Bei den Hist, was für ein Anblick. Ja. Also ich finde es allgemein auch ein bisschen krass hier, mein lieber Gefährte. Oh, doch noch jemand. Hier war doch eigentlich... Ah, hier.
Den habe ich gesucht. Der ist ja gar nicht schlecht, der Bogen. Ich glaube, der ist besser. Oh, die Rüstung sieht auch gar nicht so schlecht aus. Hilfe! Stopp, ich muss jetzt, bevor es hier weitergeht... Bei den Pfeilen habe ich jetzt gar nicht auf den Schaden geachtet. 7. Sind eigentlich eher schrottig, würde ich sagen. Bekleidung hingegen. Die Rüstung, ja, ist besser als unsere jetzige. Ah, wobei die steigert leichte Rüstung um 12 Punkte. Nee, das ist besser. Armschienen haben wir gar nicht bisher. Doch, Lederarmschienen. Die haben Rüstung 9, die haben auch Rüstung 9. Nö, dann bleiben wir bei allem, wie es ist. Also ich glaube fast, dass ich die... Also, hier läuft noch einer rum. Das weiß ich, aber... Ja, sehr gut. Ich glaube, die Rüstung schmeiße ich auch weg, oder? Ah, 200 war die wert, ne? Ja gut, okay, ich behalte sie zum Verkaufen. Giftrezept. Okay. Also merkwürdiges Volk, was hier haust. Merkwürdiges Volk mit merkwürdigen Plänen. Aha. Nein, ach, beschädigtes Buch schon wieder. Wo ist denn das beschädigte Buch? Das wird hier gar nicht aufgeführt, ne? Sonstiges, ja. Okay. Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Wir müssten jetzt trotzdem schauen, dass wir mal weiterkommen in Richtung Schrein. Ah, natürlich ist hier auch noch jemand. Ihr gewinnt! Ich ergebe mich! Das war schon alles? Wirklich? Das war gar nichts. Ergebt euch und gleich lasse ich Gnade walten. Okay. Noch einer. Ich ergebe mich. Nein. Nicht erwischt. Okay. Ist wieder nur eine Trainingsstätte von denen. Kämpft er doch noch? Okay. Was denn, wo denn? Das wollte ich nicht, aber da haben wir den Pfeil ja noch. Okay. Doch, da sind noch zwei Gegner. Mann, Mann, Mann.
Mist, das war definitiv kein Treffer. Auch nicht. Also das scheint hier ja mal definitiv deren Festung zu sein. Was hier los ist... Ich würde jetzt aber nochmal rauflaufen. Da haben wir ja auch noch nicht alles angeschaut. Und ich denke, es ist aber jetzt an diesem Punkt auch höchste Zeit zu speichern. Jetzt läuft es ja abgesehen vom Pferdverlust und dem Vampirismus gerade wieder einigermaßen okay, würde ich sagen. Nun gut, also mit diesem Ausblick sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis bald beim Rotadlerturm und diesem merkwürdigen Volk hier. Macht es gut. Ciao.